Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Klonoa Door to Phantom Isle auf der PlayStation 1. Ja, wir sind beim letzten Boss und versuchen den zu besiegen. Es ist einiges passiert. Falls ihr die letzten Parts verpasst habt, guckt sie euch vorher an. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Seid ihr mit mir? Ich hoffe doch. Denn das wird nicht leicht. Auf geht's. Wir müssen die Gegner erstmal einfangen. Hör auf damit. Nein! Ah, verdammt! Verfehlt. Komm her zu mir. Danke. Ah. Hallo, beweg dich. Nein! Also das hat beim letzten Mal viel besser geklappt. Das muss ich ja mal so leider sagen. Jetzt kommt alles auf einmal. Was? Wo kam der denn jetzt her? Zweite Kanone von 5 geladen. Dritte Kanone geladen. Hier noch 2. Komm an. Ich habe mich schon gewundert, warum das jetzt auf einmal so leise wurde. Jawohl. Wir haben alle Kanonen geladen. Das ist das Klonoa. Was? Put me on a wind bullet and shoot me into Nahatom. Was? Lege mich in eine Windkugel und schieße mich in Nahatom. Aber was wird mit dir passieren, Nico? Keine Sorge. Wir werden immer zusammen sein. Wir müssen gewinnen. Wir beide mit unserem Stärken vereint. Nico. Ich verstehe. Nimm das! Die Sängerin, die Fiese. Mom, Daddy. Die Sängerin, die Fies.
Gerne. Danke. Juhula, der Wunsch. Alle Albträume sind verschwunden. Ja, da! Hypo, mein Lavi. Für immer zusammen. Das hast du gesagt. Wir sind zusammen. Noah. Wir werden zusammen sein. Für immer. Upo. Wow. Alles in Ordnung. Ich bin nur ein bisschen müde. Du bist verletzt. Keine Sorge. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Wie heilen deine Wunden, Hypo? Oh. Du solltest es langsam angehen lassen. Außerdem, es gibt kein Atom mehr, über das wir uns Sorgen machen müssen. Hypo? Gehst du zurück zum Mondkönigreich? Betretene Schwert. Aber wir können uns immer noch sehen, richtig? Wir können zusammen spielen, wie wir es zuvor taten. Klonoa? Hm? In Wirklichkeit, es gibt dich nicht in dieser Welt. Ich habe dich hergerufen von deiner Welt, dass wir das Gleichgewicht der Träume wiederherstellen können. Was redest du? Es ist wahr. Diese Welt ist nicht deine Realität. Aber nein. Ich erinnere mich an alles. Das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, wie wir zusammen gespielt haben. Das sind falsche Erinnerungen, die ich gemacht habe. Glaubt es sie? Nein, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Nein, ist es nicht. Das ist die Wahrheit. Der seltsame Traum, von dem Gardius gesprochen hat. Deine Anwesenheit in unserer Welt ist wie ein seltsamer Traum. Nein. Wenn die Fiese ihr Lied zur Erneuerung der Welt singt, wirst du nicht in der Lage sein, in dieser Welt zu bleiben. Nein. Ich gehe nirgendwo hin. Aber ich...
Zeit, nach Hause zu gehen, Plumbum. Zurück in deinen Phantomila. Nein! Ich habe dieses Spiel mehrfach durchgespielt bereits und wir kommen bei diesem Ende, Entschuldigung, wir kommen bei diesem Ende immer noch die Tränen. Ending läuft, Zeit für ein Fazit. Was denke ich davon? Ich denke, ich habe das während des Durchspielens mehr als einmal durchblicken lassen. Ich liebe dieses Spiel. Und ihr seht, es ist auch nicht übermäßig schwer. Man kann es recht gut durchspielen. Das haben wir jetzt 11 Parts, glaube ich. Und es ist trotzdem Gänsehaut pur. Auch wenn es am Anfang echt so aussieht, als wäre das ein Kinderspiel, können Erwachsene das sehr gut spielen. Ich meine, ja, was meine ich eigentlich? Was will ich sagen? Die Story ist super toll. Und wer es von euch noch nicht gespielt hat, versucht's. Gib bitte Shot. Ganz ehrlich. Denn es lohnt sich wirklich. Es macht Spaß. Und ja. Das Ending haut mich jedes Mal wieder von den Socken. Ob jetzt bei der Version oder bei der Wii-Version, von der ich das Remake ja auch habe, kann ich nur nicht so gut aufzeichnen. Für dein Phantomile. Phantomile. Thank you.
So, wir speichern nochmal. Und jetzt haben wir nämlich hier die Levelauswahl. Genau, 3-1 fehlt uns auch noch einer. Aber ansonsten sind wir doch ganz gut dabei. Eins, zwei, drei, vier. Alle bis auf 4 Bewohner gerettet. Ich weiß nicht, ich werde die Bewohner noch einsammeln, aber das werde ich wohl nicht in einem Video machen. Stattdessen denke ich mal, wir machen ein kurzes Bonusvideo, wenn ich alle habe, und dann zeige ich euch so für ein paar Minuten den Turm. Aber das alles zu einem späteren Zeitpunkt. Mal sehen, wann ich dazu komme, wann ich das mal alles mache, wann ich das vorbereite. Es sei natürlich, ihr schreibt in die Kommentare, oh mein Gott, nein, du musst das unbedingt zeigen in einem Video, weil wir wollen wissen, wo die sind. Aber eigentlich, ihr habt es gesehen, man findet sie gar nicht so schwer. Also die meisten sind recht offensichtlich und man muss halt immer da lang gehen, wo das Level nicht weitergeht bei einer Abzweigung. Und das war für mich das Problem mit den ersten beiden Leveln hier. Dass ich da teilweise nicht wusste, wo muss ich eigentlich lang, wo kann ich lang. Dann war das Level plötzlich vorbei. Naja. Jedenfalls, dieses Spiel ist jetzt erstmal vorbei. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ja, ihr schaltet auch beim nächsten Projekt ein. Mal sehen, was das wird. Hoffentlich etwas, was weniger aufs Gemüt schlägt. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Euer Trash Mob. Ciao.